So, dieses Mal mit Weiß gegen Dominus. Und ja, Damgambit natürlich. Und abgelehnt, natürlich. Da bin ich ja mal gespannt, was noch kommt. Oh, Slavisch. Und der Läufer. Könnte ich jetzt nicht schon E4 spielen oder ist das zu früh? Oh, das sieht jetzt aber gut aus. Ich will doch ganz gerne noch diesen Bauern ziehen, aber ich glaube, das ist zu... Aber wie sage ich das schnell? Zu viel des Guten. Lieber in die Entwicklung investieren. Und Rochade, und damit ist die Entwicklung eigentlich ganz gut abgeschlossen. Gut, ich nehme mal hier den Bauern. Und dann besetze ich mit meinem Springer das Feld auf E5. Und ich nehme auch diesen Springer. Er bekommt hier einen schönen Doppelbauern. Und mein Läufer lässt sich jetzt nicht mehr so leicht vertreiben. F4, damit ich nicht Gefahr laufe, E5 zu bekommen. Also Bauer E5. Das wäre nochmal unangenehm gewesen. Nehme ich den Springer da jetzt raus? Ja, nein, vielleicht. Nein. Noch nicht. Dort steht er eigentlich ziemlich schlecht, glaube ich. Denn er hat kein wirkliches Feld mehr. Und diesen Bauern möchte ich nicht so leicht verlieren. Ja gut. Auch hier nehme ich raus und dann denke ich mal, spiele ich Dame E2, gefolgt von Turm E1 und dann greife ich diesen Bauern auf E6 an, seine Achillesferse sozusagen. Und kann er die überhaupt noch verteidigen? Er tut es auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich müsste besorgt sein, wenn der Turm dann hier in meine Stellung einrückt. Egal. Erstmal gierig Bauern schnappen. Wird wahrscheinlich ein kleiner Fehler sein. Davon bin ich nicht überzeugt. Deswegen schnell einen anderen Zug. Und ich möchte auch nicht, dass sein Springer hier kommt. Ich hätte auch Springer F2 spielen können. Verdammt, jetzt habe ich meinen schönen Läufer in die Waagschale geworfen. Oh, okay, jetzt habe ich nur den Bauern mehr. Das hätte ich besser abwickeln können. Sein Turm ist hier stark. Und er bekommt auch den Bauern zurück. Ah, ich hätte auch mit dem König nach F2 gehen können. Verdammt, aber hier vielleicht noch eine Möglichkeit. Sein Bauern auf F6 angreifen. Ja, was heißt Möglichkeit? Unter einer Möglichkeit stelle ich mir was anderes vor. Okay, trotzdem. Besser als gar nichts. Und er hat den Bauern zurückgewonnen und die Stellung, ja, die ist vielleicht, oder was heißt vielleicht, wahrscheinlich besser für den Schwarzen. Ah.
gut, meine Idee ist natürlich, wenn er jetzt mit dem Turm auf C5 nimmt, hätte ich mit dem Turm auf B7 Schach gesagt und... Sein Läufer, was heißt Turm B7? Hätte ich meinen Turm... Gott, ich habe total den Faden verloren. Ich hätte mit dem Turm auf B7 gesetzt und ich hätte dann den Läufer gewonnen. So leicht kann es gehen. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, hier nicht die gesamte Stellung zu verlieren. So, einmal Schach. Aber es sieht schon gar nicht mehr so gut aus. Oh, das könnte sogar darauf hinauslaufen, dass er hier die drei Bauern am Damenflügel behält und ich meine Bauern am Königsflügel. Das wird natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt. Und ein falscher Zug und die Partie ist dann verloren. Oh Mann. Es wird knapp und es wird auf jeden Fall nicht leicht. Ich könnte auf jeden Fall seinen Bauern jetzt gestoppt haben. Das finde ich doch schon mal ganz prickelnd. Und es bleibt wirklich weiterhin dramatisch. Weg damit. Und meine Bauern sollten rennen. Ganz schnell. Denn wer weiß, wie schnell er ist. Puh, er ist schon verdammt schnell, habe ich das Gefühl. Oha, und ich habe nur noch 34 Sekunden. Der Zug war erzwungen, ansonsten hätte er D2 gezogen und im nächsten Zug sich die Dame geholt. Jetzt kann ich mir aber erstmal diesen Bauern genehmigen mit Schach und ich denke mal, ich könnte das sogar ins Remis abwickeln jetzt. Eigentlich ganz leicht. Aber vielleicht habe ich ja sogar noch die Chance zu gewinnen. Würde mich überraschen bei der Zeit, aber es ist alles noch drinne. So, ich muss jetzt mit dem König ganz schnell rüber auf die andere Seite flitzen. Oh, das reicht, das reicht. 20 Sekunden, um ihn mit dem Turm matt zu setzen. Obwohl, er kann noch mit dem König... Nee, kann er nicht. Ich kann Schach sagen. Ha, und dann ist der Turm ganz weg. Puh, nochmal Glück gehabt. Das ist jetzt wirklich zeitlich locker drin, ne? Einfach nur den König die Reihen entlang wandern lassen. Dann ist demnächst auch matt. So, ein Zug noch. Puh, einmal tief durchatmen und ich denke mal, es ist schon spät. Ich werde jetzt anfangen, die Partien zu schneiden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!